Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, gestern war die Hochzeit von mein Bruder und seiner Verlobten, von Sebastian und Magdalena. Und es war einfach so toll. Und ja, die beiden hatten, also beide, auch mein Bruder, sie hatten die ganze Zeit, ja, die Finger im Gesicht, weil sie sich die Tränen abgewischt haben. Sie haben beide gestrahlt, bis über beide Ohren. Also, sie waren ständig am Lachen. Ihr Hochzeitstanz war unglaublich gut. Ich habe nicht erwartet, dass die beiden so gut tanzen können. Aber gut, sie haben ja auch Tanzunterricht genommen, beide. Also. Und es gab auch lustige Hochzeitsspiele. Zum Beispiel war die Braut mit dem Bräutigam beim TÜV. Und dann kam dann, da war der Moderator, der war dann quasi der Mann vom TÜV. Und da hat dann so, hatte dann so eine Liste, so eine Checkliste und hat er gemeint, so Auspuff. Dann hat er auf den Hintern vom Sebastian geguckt und hat gesagt, stinkt ein bisschen. Und dann hat er von den Gästen immer so kleine Spenden eingesammelt, von wegen, ja, das muss gerichtet werden. Und die Leute haben natürlich auch richtig gut Spenden abgegeben. Ich auch. Hä? Ah. Tatsächlich habe ich die dickste Spende von allen abgegeben, nämlich ganze 100 Euro, ja. Aber das ist es mir wert. Und es war einfach so eine tolle Feier. Und es ist auch viel getanzt worden. Ja, ich bin auch zum Tanzen mehr oder weniger gezwungen worden, weil. Ja, weil mich eine Frau aufgefordert hat, immer und immer wieder. Und ja, habe ein paar Mal abgelehnt, aber ja, super. Irgendwann konnte ich dann nicht mehr ablehnen und habe dann auch ein bisschen getanzt. Ich meine, ich kann nicht tanzen und das hat man mehr als deutlich gesehen. Aber es geht auch nur um den Spaß. Und bei den ganzen Hochzeitsspielen habe ich mitgemacht, aber während die Tanzveranstaltungen waren, denn es waren immer einmal tanzen, einmal Spiele, einmal tanzen, einmal Spiele, hin und her. Und während den Tanz, Veranstaltungen, wie auch immer, war ich mit den Kindern, weil da waren ja auch Kinder anwesend, bin ich mit ihnen rausgegangen und habe Räuber und Gendarm gespielt oder Fang. Und ich versteh mich eben super mit Kindern. Wir waren auf so einer alten Burg. Das war richtig genial. Das war so toll. Ihr hättet dabei sein müssen, aber naja, kann man schlecht irgendwie 50 Leute mitnehmen. 500 Leute oder keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall viele Leute da. Und ja, eigentlich wollte ich um 21 Uhr schon wieder zu Hause sein. Aber im Endeffekt bin ich erst um 3 Uhr morgens heimgekommen. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber gut. Spaß muss sein, man gönnt sich ja sonst nie was. Leider muss ich sagen, dass die letzten 4 Tänze konnte ich nicht mitmachen, weil bei einem Tanz bin ich mehrfach falsch aufgetreten. Das war so eine Art menschliche Schlange, wo dann alle hinterher gedackelt sind und ich dann auch zum Schluss. Aber die Schlange war zu schnell für mich und ich bin dann falsch aufgetreten mit dem Fuß, mit dem linken, was natürlich schlecht fürs Knie war. Und weil die Schlange ja immer weiter ging, ja, bin ich nicht dazu gekommen, anständig zu gehen und habe dann mehrfach mehr falsche Schritte hintereinander gemacht und das war nicht so gut für mein Knie. Deswegen musste ich die letzten paar Tänze aussetzen. Aber das Beste an der ganzen Sache ist, ich habe es dann meinem Bruder gesagt, von wegen, ja, dass mein Knie nicht mehr so mitmacht. Seine Studienkollegen oder früheren Studienkollegen waren ja auch da, haben es mitbekommen, haben dann einen Stuhl geholt, haben mich draufgesetzt und mich auf die Tanzfläche getragen und haben mich dann herumgeschwungen. Oh Mann. Was die sich einfallen lassen, die sind alles so
Ja, das sind alles genau solche Kaschball wie bei mir auf der Arbeit hier, die ja, Arbeiter, ihr wisst schon. Meine Arbeitskollegen eben. Auf jeden Fall, es war so toll, es hat so viel Spaß gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Und tatsächlich mögen mich die Kinder sehr, weil die haben gemeint, ich bin anders als andere Erwachsene. Weil mag vielleicht erwachsen sein, benehme mich. Hallo? Ich mag vielleicht erwachsen sein, benehme mich aber mehr wie ein Kind. Und das war auch ein Mädel dabei, eine 13-Jährige, die hat sich mehr wie eine Erwachsene benommen. Allerdings hat sie eine ziemlich. Was ist los mit mir? Immer der Hals. Allerdings hat sie eine ziemlich vulgäre Ausdrucksweise an den Tag gelegt. Hat die ganze Zeit mit irgendwelchen Klassenkameraden geschrieben, von wegen auch, ja, in irgendwelchen Beziehungen. Von wegen, ja, sie will Schluss machen oder was weiß ich. Naja, sie hat auch eine ziemlich vulgäre Art gehabt, also. Also da waren so Wörter wie ficken und so. War nicht selten bei ihr. Aber naja, jeder. Ich hab doch. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ach ja. Egal. Aber trotzdem, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, jetzt fehlt nur mehr ich. Jetzt muss ich auch noch. Oh mio. Jetzt muss ich auch noch eine potenzielle Braut finden. Dann wären wir alle drei verheiratet. Das wäre ja was. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum fusioniert ihr euch jetzt? Naja, jedenfalls so viel dazu. Es hat irre Spaß gemacht. Und Kolonie Gamma. Final hat mir natürlich wieder geschrieben, von wegen, dass die Begleiter hier, weil die zum Beispiel, dass die permanent sind. Allerdings, dass gewisse, also die Helden, aber dass gewisse Helden nicht permanent sind, so wie Effort zum Beispiel. Weil normalerweise kann ich hier die Helden tauschen, aber Effort ist keine Heldin, die man tauschen kann. Und ich bin schon an einigen Helden, Nebenhelden-Missionen vorbeigerannt. Ja, ist zwar schade, aber ist ja, naja, nicht 100% und so. Was soll's? Ich spiele das Spiel so, wie ich Lust habe. Und ich hoffe, mein PC kratzt nicht wieder ab, weil er ist, gerade bevor ich die Aufnahme starten wollte, ist er nämlich abgekratzt. Komisches Ding. Wait here. I'll go ahead and tell everyone. No, Kairi, just wait. Hey guys, Mio's come back. Tion and Senna too. Welcome back. We were so worried about you guys. Good job sticking it out, Senna. We were pretty sure you were dead. Fitz, why'd you have to be so snarky about everything? All of you. I'm so glad you're okay. Mio, it's been so long. Wait, are those actual tears? Uni? Snuff at you, big dummy. Oh, there you are, Teach! Mio, Senna, Tion. You're. It's wonderful to see you again. I'm truly sorry, Commander Teach. We never meant to.
The details can wait till later. I'm sure you'd appreciate a rest, no? I imagine getting here was by no means a simple task. Am I right? Yes. We appreciate your concern. And as for our visitors here, we can make our introductions later. Well then. He was kind of strange. Quiet, but I could feel something threatening in him. Yeah, are you sure about this? He didn't even question us. Perhaps he's already worked it out. Decided we're not hostile. Well, no one's attacked us, which is more than we can say for pretty much every other time. Mimi, once we're rested up, how about we tour the colony? Good idea. I want to see how everyone's doing. And we can show the Kvesi folks around while we're at it. Much obliged. We are just visitors, after all. I want to have a chat with the soldiers, too. There are a couple of things I'm curious to know. So this is your old colony, Mio. Let's see what kind of place it is. Good to add more names. Ja, ich glaube, der Typ ist nicht ganz so gut drauf. Denn wo er jetzt weggegangen ist, glaube ich, dass er nicht mehr ganz so freundlich gelächelt hat. So, Besprechungen? Nee. Und ich habe irgendwie leider die Vermutung, dass Noah und seine Freunde jetzt ziemlich doof angemeckert werden. Was ich schade finde. Hi Mio, kann ich dir irgendwie helfen? Kairi. In unserer Abwesenheit ist nichts Seltsames passiert, oder? Kairi, wieder Kingdom Hearts, mal Riku, Kairi. Fehlt nur mehr ein Sora, aber gut. Ich wüsste nicht, nur das übliche Training und... Ach, wobei. Es ist was passiert? Ein Monster ist aufgetaucht. Ein Monster? Was? Anscheinend genau an der Stelle, an der ihr verschwunden seid. Das haben die Frontsoldaten gemeldet, aber kurz danach haben wir den Kontakt verloren. Und da ihr auch verschwunden wart, haben sich alle gedacht, dass es wohl auch euch erwischt hat. Es macht mich schon fertig, nur daran zurückzudenken. Oh, aber es geht euch ja blendend, also war es ja wohl überhaupt kein Monster. Na gut, zumindest haben wir keins gesehen. Ich glaube, die spreche von unseren Synchronisationen. Oder von diesem ersten Typ da, diesen ersten Konsul-Endgegner. Schön, da bin ich aber froh. Ein Monster, das war doch wohl nicht. Die Lage in Kolonie Gamma. Also noch scheinen Noah und seine Leute hier ganz gut klarzukommen. Hallöchen. Aber ich glaube, Noah und seine Leute werden nicht mehr ganz so freundlich behandelt werden. Bei 90% oder höher. Ja, das ist das Dumme, dass man da nicht einfach B machen kann und man geht zurück. Nee, man muss die Taste hier gedrückt halten. Das ist eins der bescheuertsten Dinge hier überhaupt. Na nun gut, kann man nichts machen. Gamma-Sammelplatz. Bist du eine Frau? Nee, du bist ein Kerl. Ha, natürlich wollt ihr nach eurer Rückkehr sofort sehen, was sich so getan hat. Kommen wir doch gleich zum Punkt. Ist außer uns noch jemand zurückgekehrt? Leider nicht, nur ihr. Die Frontsoldaten gelten immer noch als verschollen. Verstehe. Bei der Operation sind aber auch eine Menge seltsamer Dinge passiert. Ich habe den Kommandeur nach Details gefragt, aber das ist alles geheim. Er konnte mir nichts sagen. Du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr darüber, oder Tyon? Tut mir leid, nein. Unsere eigenen Leute, die uns damals angegriffen haben, werden also vermisst. Schicksal unbekannt.
Ob ihnen wohl das gleiche zugestoßen ist wie Hakut? Wie Hakut? Good to add more names. Good to add more names. Hm? Ich bin Noah, ich bin der Einzigartige. Putz oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Namen aussprechen soll. Bist du ein Er, dann Lassie? Du bist ein Er. Wenn das nicht Mio, Tyron und die kleine Senna sind. Hey, nicht in dem Ton. Ich bin älter als du. Warum kommst du nur mir so unverschämt? Ach, Schwamm drüber. Wie wär's mit einem Trainingskampf gegen mich? Wir sind hier immer nur in Bereitschaft. Ich komme ganz aus der Übung. Bereitschaft ist eine wichtige Pflicht, also beschwer dich nicht. Spar dir deine Besserwisserheiten. Ich will endlich mal in die Front. Da kann ich mich im Kampf beweisen und vielleicht irgendwann Kommandeur werden. Ich weiß eh nicht, warum wir immer noch als Reserve behandelt werden, nach allem, was passiert ist. Jetzt, wo die älteren Intervalle alle weg sind, müssten ja wohl wir nachrücken. Wie? Warum sind die denn weg? Naja, sie sind halt alle seit dieser Mission verschwunden, was auch immer da passiert ist. I see. Übungsplatz, aber naja. Apropos, wie sieht's eigentlich aus mit euren Rängen? Ja, eure Ränge sehen richtig gut aus. Achso, Feindl hat mir wieder ein paar Tipps geschrieben. Zum Beispiel, dass wenn man in der Angriffskette ist und der Held ein Heiler ist und man dann die Angriffskette ihn einsetzt, dann ist er nicht so wie die anderen Heiler, kommt er trotzdem auf 100% oder drüber. Nicht auf 99% wie alle anderen. Und er hat mir noch ein paar Tipps geschrieben, aber die weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Genau, er hat mir wieder das gesagt von wegen, ja, im selben Moment, wo der Autoangriff sitzt, nochmal angreife, aber hier diesen Anschluss, aber ich verstehe ihn immer noch nicht, weil ich zu doof dafür bin. So einfach ist das. Er hat mir noch was geschrieben. Wenn ich das jetzt wüsste. Moment. Ich habe gerade auf die Karte geguckt, ich blindes Ei. Hier ist doch irgendwo was. Genau da. Da drin, eventuell. Could you help me out here? On it. Here we go. Hab's ja gewusst. Wonder what's inside. Edelsteine, ja. Und dass ich irgendwie Juwelenwulf oder so bin. Das hat er auch noch in diesen einen Kommentar am Ende geschrieben. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was er noch alles geschrieben hat. Ich glaube, ich muss nachher nochmal nachgucken. Ich habe echt ein Hirn wie ein Sieb. Auch was Namen merken angeht. Auf der Hochzeitsparty gestern irgendwie habe ich mir da keinen wirklichen Namen gemerkt. Okay. Ich wette, irgendein Held kriegt die Fähigkeit, darauf laufen zu können. Vielleicht ist das sogar der Held dieser Kolonie. Hintereingang. Achso, ich könnte ja eventuell... wo war das? Synchronisation. Oh, da rechts sieht man sogar so eine Miniaturansicht. Wie viel habe ich denn? 144. Ja. Wofür es ist, weiß ich zwar nicht, aber ich nutze es einfach. 104. Na ja, klar. Unblockbar. Geil. Bringt mir aber leider nichts. Freiheitsflügel. Kampfunfähige Beleben. Geil! Das brauche ich, aber ich habe nichts mehr. Und jetzt zu dir. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht machen kann. Ich habe doch mehr als genug.
Ich versteh's nicht. Ich bin zu dumm dafür offensichtlich. Ja, mehr Angriffskraft. Um 75, geil. Ja. Sieht echt komisch aus, so ein Gebilde. Gut. Schauen wir mal, was hier noch ist. Eigentlich könnte ich den Part jetzt auch beenden. Wie sieht denn die Karte aus? Ja, da komme ich nicht hoch. Ich mag die Musik. Ich könnte auch da lang gehen, aber ich glaube, da ist auch so ein Berg. Heimatgefühle. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Da muss ich noch eine Menge entdecken. Moment, das da ist die Kolonie von Noah. Und das da ist die Kolonie von Mio. Naja, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!